Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Inquisition. Wir sind jetzt hier soweit durch. Na, was heißt soweit? Also viel gibt es nicht mehr zu machen hier in den erhabenen Ebenen. Naja, doch, es geht. Müssen jetzt eigentlich in diese Richtung da hinten. Lass mal da hinten hingehen erstmal. Denn wir sind hier soweit fertig. Da müssten wir denn die Brücke reparieren dafür, um zu gucken, wie wir da rüberkommen. Boah, gute Frage. Also wie gesagt, viel gibt es hier nicht mehr zu tun. Wir neigen uns langsam dem Ende hingegen dieser Karte. Zumindest erstmal. Kann man ja dann später nochmal gucken, was man da nochmal macht oder fortführt. Flussufer Garnison entdeckt. Ist die freundlich gesonnen oder ist hier Krieg am Laufen? Ich weiß es nicht. Gucken wir uns das doch ganz immer an. Oh, wie es aussieht, sind hier Gegner. Oh. Ich denke mal, die müssen wir erobern. Geister. Oh, wenn wir genug Geister hier auf einen Fleck finden, lasse ich mal so einen Kometenhagel runter. Natürlich, die auch ein bisschen stärker sind, ne? Ah, guck mal, da haben wir ein Horn. Dann können wir die wieder für die Freisterne fertig machen. Oh, da hinten kommt auch noch ein Dämon raus. Oder auch nicht. Da auch nicht. Ich muss ja irgendwas verschließen, glaube ich. Die Frage ist, was oder wo? Ah, es geht hier runter. Ich speichere mal lieber. Ich habe hier immer ganz böse Erfahrungen bei sowas. Dass es irgendwas schief gehen könnte. Moment, wo ist die Leiter? Da. Da. Nein. Warte. Ey. Ah, das ist manchmal echt frickelig hier. Nicht runterfallen. Wir suchen noch die Leiter. Moment. Da. Manchmal ist das echt frickelig. Ah, guck mal, hier ist ein Riss. Mal sehen, ob hier irgendwas zu finden ist. Ja. Ich entziehe dem Riss mal ein bisschen Energie. Okay, das klappt nicht, weil wir angegriffen werden. Dachte ich mir. Aber wenn gleich ein stärkerer Gegner rauskommt, mache ich das mal mit dem Feuerbrunst. Nur wenn. Der hat, glaube ich, sogar einen großen Radius, muss ich sagen. Nee, hier lohnt das nicht. Die sind alle überall verteilt. Das bringt nicht, hier eine Feuerbrunst runterzulassen. Oh, nimm mal einen Trank, du auch. Wie gesagt, ihr seht, das hätte sich nicht gelohnt. Zumindest nicht bei den paar Gegnern. Na den. Oh, hier können wir uns da ein bisschen umgucken, was wir hier noch haben. Gibt es auch was aufzusammeln anscheinend, was wichtig ist. Gibt das Hornsignal. Ja, das machen wir erst, wenn wir hier alles aufgesammelt haben. Erst dann. Okay, irgendwo. Ach, ich sehe schon wo. Da. Die Getränke von Feders, Ausklang von Massad. Die letzte Abfüllung der legendären Winzer Ferrell. Vor der Teilung ihrer Ländereien. Er bewegt sich im Glas so träge wie ein sturer Erbe und geht so leicht über die Zunge wie Worte, die nicht zurückgenommen werden können. Okay. Oh, hier können wir einlooten.
Okay, nee. Dann können wir hier wieder hochklettern. Sehr schön. Das scheint wohl die Gruft zu sein. Wo alle begraben worden sind und so. Na ja, gut, möglich wäre das. Oh, auf geht's wieder hinauf. Dann können wir das Hornsignal gleich geben. Aber erstmal gucken wir uns auch hier um. Bis da ja. Oh, hier können wir was beanspruchen. Flussufer Garnison. Hier können wir noch was plündern. Schattenessenz. Und dann pusten wir mal ins Horn, ne? Und gibt nochmal schön Punkte. Das ist sehr schön. Ja, und dann gucken wir mal auf der Karte. Wo waren wir denn? Oder wo sind wir denn jetzt hier überall? So, da oben gibt es Risse auf dem Schlachtfeld noch. Das hier ist eine Feste. Hier hinten geht es dann auch nochmal lange, so wie es aussieht. Da oben könnte man nochmal hin. Müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Machen wir das jetzt als nächstes erstmal. Ich versuche eigentlich in der Folge nochmal gerne die anderen Quests hier abzugeben. Wenn wir denn in der Nähe da sind. Ansonsten lassen wir das erstmal. Zumindest würde ich erstmal hier gerne hier hinten diesen ein Lager aufschlagen, dass man hier hinreisen könnte, wisst ihr? Dass man nicht so weit laufen muss, müsste. Der ist nur irgendwo hinter diesem Felsen da. Ich weiß aber noch nicht, wie man da hinkommt. Ich habe das noch nie ausprobiert da. Ob man da überhaupt hinterkommt so an sich. Ich war der Meinung, dass es hier irgendwo, ich sag mal, nicht weiterging. Von der Seite. Man irgendwie vielleicht anders dahin musste. Sehr komisch das Ganze. Ich denke mal, wir müssen hier einfach mal den Felsen herumfolgen und dann mal gucken, wo wir hinkommen. Ich glaube, das ist die einfachste und schnellste Möglichkeit, ja, zu diesem Lager zu kommen, ne? Und dann können wir dort ein Lager aufschlagen und dann sehen wir ja mal weiter, was wir da machen. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal in einer Folge versucht. Da sind wir ja stur hier durchgelaufen, um da hier hinten Lager zu aktivieren. Das hat aber nicht ganz geklappt gehabt, ne? Wir haben den Eingang hier nicht gefunden des Lagers, wollten nicht weiter hier rumschlawenzeln. Und haben dann gesagt, egal, dann gehen wir halt erstmal woanders hin, ne? Das kann ja alles ganz gut möglich sein. Wo geht's hier hin eigentlich? Ach ja, hier müssen wir was freischalten, ne? Genau. War da drinnen das Lager? Kann das sein? Könnte ich mir vorstellen, dass wir erstmal zurück müssen und, ja, dass sich dann weiter entscheiden wird, was wir machen. Genau, hier hinten geht es ja nur zu dieser Festung. Aber das ist gerade ganz gut, dann können wir hier wenigstens die eine Aufgabe schon mal abgeben. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall erstmal in die Himmelsfeste dann zurück, wegen der Brücken bauen und wegen dem Tunnel da freigraben und. Sonst geht das wahrscheinlich hier nicht weiter. Nicht so, wie wir es vorstellen uns. Oh, dann machen wir erstmal zumindest die Quest, die wir hier machen können, fertig. Und dann sehen wir mal weiter. Das kriegen wir auf jeden Fall in der Folge nochmal hin. Ja, und dann mal sehen. Wer weiß. Zumindest habe ich erstmal für den Hauptmann hier, oder wie der heißt, gute Neuigkeiten. Ne, der Hauptmann war das nicht, sondern der eine Soldat da oben. Hallöchen. Die Dämonen sind weg? Dämmerbauer sei Dank. Vielleicht können wir die anderen jetzt ja warnen. Ich habe einige eurer Gefallenen gefunden. Ich habe die persönlichen Habseligkeiten eurer gefallenen Soldaten geborgen. Das bedeutet ihren Hinterbliebenen sehr viel. Ich kann euch gar nicht genug danken.
Okay, es gab gut Einfluss. Quest abgeschlossen. Ah, schade, es hat nicht mal wen gefallen oder so. Oh ja. Aber was haben wir denn jetzt noch für Quest? Also hier sehe ich, da haben wir noch einen schwarzen Fleck so ein bisschen. Das ist aber wahrscheinlich egal, da kommen wir eh nicht hin. Ja, jetzt können wir nochmal zum Elfenlager zurück, weil dort wir was abgeben können. Wir hoffen einfach dadurch, dass unser Wohlstand dann da so gestiegen ist, durch, dass wir hier die eine Quest weitermachen können. So, mal gucken jetzt. Wohlwollen der Dälisch plus 1. Das ist nicht viel. Ne, guck. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Hüterhaven. Wenn ich euch sonst noch irgendwie helfen kann? In die Steine an diesem Ort wurden seltsame Glyphen graviert, die nur mit Schleierfeuer sichtbar gemacht werden können. Obwohl sie elfischen Ursprung sind, verstehe ich ihren Zweck nicht. Vielleicht sagen sie euch ja etwas. Ah, das fragen wir erstmal, wenn wir genug Ruf haben. Verstreute Glyphen haben wir auch abgeschlossen. Sehr schön. So. Lesen. Was brauchst du denn? Finde 10 Stück Hundsleder und liefere sie ab. Das haben wir doch. Bitteschön. Oh, ich hoffe, wir kriegen da jetzt die Punkte voll so langsam, den Ruf. Nisa. Seid mir gegrüßt. Okay. Oh, was ist hier mit dir? Unglaublich. Ihr habt den Hüter überzeugt. Was? Er sagte, ich kann mich eurer Inquisition anschließen, wenn ich will. Ich hab doch gar nicht gefragt. Dürft ihr euch uns denn anschließen? Hüter Horn hat euch erlaubt, euch der Inquisition anzuschließen? Das hat er. Ich werde mich in eurem Lager südlich von hier melden, wenn es recht ist. Ja. Nur zu, mein Sohn. Mein Sohn? Alles klar. Sehr verstörend, würde ich sagen, das Ganze. Ein Emissär wurde gewonnen. Oh, jetzt kann ich auch sogar kaufen und verkaufen. Cool, was haben die denn? Hexenstab des Feuers. Ja. Robe des Hohen Hüters. 14.000 kostet das. Ist gar nicht mal so wenig. Okay. Leerer Runstein. Waffenbaupläne. Okay. Also sonstiges? Nö. Ist ja nicht gerade sehr motivierend hier gewesen, da hier zu Unser kaufen. Unser Lager scheint euch zu faszinieren. Oh, sorry. Sorry. Ja, dann haben wir die Quest, glaube ich, auch beendet. Na, was ist das hier für eine Quest noch? Seid Ein mir gut gegrüßt. Gefülltes Lager. Ja, die kommt ja immer wieder, die Quest, glaube ich. Oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube zumindest, ja. Ja, im Endeffekt können wir jetzt hier erstmal nichts machen. Wir sind hier soweit durch. Wir müssen hier einmal die Brücke reparieren und hier irgendwo so ein Tor öffnen. Und dafür muss ich, glaube ich, in die Himmelsfeste. Das kriegen wir wahrscheinlich noch in der Folge hin. Müssen wir mal gucken. Machen wir das Ganze mal. Oh Gott. Mal anders hinsetzen. Moment. Oh. Mal gucken, wie lange der Ladebildschirm diesmal dauert. In der letzten Folge... War das in der letzten? Naja, zumindest der letzte Ladebildschirm, wo wir zur Himmelsfeste zurück waren, ging wie jetzt relativ kurz. Ich weiß gar nicht, was heute los ist. Ich muss aber auch sagen, ich benutze ein anderes Aufnahmeprogramm. Eventuell liegt es vielleicht sogar daran, dass die Ladezeiten hier bei Dragon Age dann doch etwas kürzer ausfallen. Kann möglich sein. Sieht gut aus. Nicht gut genug. Bin mir dabei nicht sicher. So, dann gucken wir gleich mal. Ich speichere mal. Dann gucken wir mal gleich, ob wir die Aufträge da machen können. Ich glaube, die benötigen sogar vielleicht Zeit, dass man halt das nicht sofort fertig machen kann. Oh, ich bin mir da nicht sicher. Was haben wir hier? Trainieren ist im Gange, noch 20 Minuten. So, und jetzt müssen wir gucken, erhabene Ebenen, da. Wir dürfen die Ausbildung unserer Soldaten nicht vernachlässigen. Dasselbe gilt auch für die Straßen.
Unsere Verbündeten können wohl schlecht denselben Weg durch die Berge nehmen wie wir. Genau, das müssen wir ja mal machen. Ah, das geht sogar sofort dann. Ein Bericht der leitenden Technikerin Bernardine an Kommandant Cullen. Erste Untersuchung, elfische Ruinen. Alt, weitgehend baufällig. Kürzliche Beschädigung, Tragen der Wände, Klauenspuren. Nötige Arbeiten, Beseitigung von Trümmern und Verstärkung des eingestürzten Durchgangs, um die Sicherheit zu gewährleisten. Bedarf 10 kräftige Arbeiter, 2 Hilfstechniker, 2 Wachen zum Schutz bei der Wagenladung, 4-Kant Eichenbalken, 170 Fässer Starkbier. Okay, macht mal, was ihr wollt da. Ach ja, der Durchgang wurde freigeräumt und abgesichert. Der Zugang zum Hain ist gewährleistet. 170 Fässer Bier sind nicht annähernd genug für 15 hart arbeitenden Männer und Frauen der Inquisition. Leitende Technikerin Bernardine. Ja, nee, jetzt will ich noch nicht dahin. Und dann haben wir hier noch das andere. Durch die Zerstörung der Pont Agur im Bürgerkrieg wurde die Zitadelle von Corboy, in der Celines Truppen stationiert sind, vom Rest der Dales abgeschnitten. Da es aufgrund der felsigen Umgebung keine anderen Zugangswege zur Zitadelle gibt, könnten die Truppen womöglich wochenlang dort festsitzen. Machen wir mal eben fertig. Dann haben wir das auch. Ja. Die Pont Agur wurde instand gesetzt, sodass die Zitadelle nur wieder über die Straße erreichbar ist. Merkwürdigerweise haben wir jedoch keinerlei Hinweise auf Aktivitäten der Armee entdeckt. Wir sollten dem vielleicht nachgehen, meint ihr nicht? Das könnte vielleicht der Drache sein, warum die Armee nicht mehr da ist. Ja. Erhabene Ebene? Auf jeden Fall. Aber nicht mehr in dieser Folge. Der Ladebildschirm wird übersprungen gleich und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, bis dahin.